wenn er gestartet wird, wenn man sein Gaspedal betätigt und ihn so langsam auf Touren kommen lässt. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, wir haben uns den Kona N mal 3 Tage komplett zur Probefahrt gegriffen und alles so ein bisschen getestet, was hier sozusagen möglich ist bei diesem Fahrzeug. Und ich kann nur eins sagen, es hat richtig Spaß gemacht und ich wünsche euch natürlich auch viel Spaß beim Anschauen von diesem Video. Kommen wir kurz zur Werbung in eigener Sache. Ein riesiges Dankeschön geht an die Firma ASL Lichtblau GmbH in Potsdam, Berlin und Teltow. Diese hat mir das Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Ein Link für den Kontakt findet ihr hier in meiner Videobeschreibung. Wie schnell sich doch alles ändert. Man stelle sich nur mal vor, Hyundai hätte vor, sagen wir mal, 5 Jahren verkündet, ein sportliches SUV auf den Markt zu bringen. Wie wären da wohl die Reaktionen ausgefallen? Ich denke mal, verdutzte Blicke, Nasenrümpfen, gellendes Gelächter und wahrscheinlich genau in dieser Reihenfolge. Und jetzt, ja, jetzt drücken sich die N-Junkies bereits am Bildschirm ihres virtuellen Showrooms die Nase platt und warten natürlich, dass die nächste N-Serie endlich eine neue Modellstaffel vorstellt. Der neue Kona M kommt mit dem bekannten TH2-Motor und mit 2 Litern Hubraum. Er leistet 280 PS und damit gleich viel wie im i30N und im i30N Fastback. Die Kraftübertragung erfolgt über ein 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit nassen Kupplungen, um den Verschleiß zu reduzieren. Dieser Antrieb liegt ausschließlich auf der Vorderachse. Bereits auf den ersten Metern zeigt sich, dass die Konzepte deutlich unterschiedliche Ansätze verfolgen. Kam beim Konkurrenten von VW noch die Frage auf, ob das jetzt wirklich ein echter R sei, macht man solche Überlegungen an Bord des Koreaners selten. Eigentlich gar nicht. Dass wirklich ein Käufer des Kona N tatsächlich regelmäßig den Weg auf die Rennstrecke findet, so wie sich das Hyundai vorstellt, darf bezweifelt werden. Dass die Fahrwerksabteilung beim Hyundai N aber vollends davon überzeugt war, daran herrscht kein Zweifel. Kommen wir zum Fahrmodusschalter. Es gibt eigentlich gleich 2. Einen am Lenkrad und einen auf der Mittelkonsole. Hier lassen sich diverse Setups abrufen. Ein Eco-Modus, ein Normalmodus, ein Sportmodus mit 3 verschiedenen N-Modi sowie 2 Schneeprogramme, Morast und schließlich auch noch Sand. Die Spezialprogramme fürs Gelände werden wohl kaum jemals zum Einsatz kommen, sodass der Fokus komplett auf den übrigen Fahrprogrammen liegt. Diese beeinflussen nicht nur den Antrieb, sondern auch das Fahrwerk, das von sehr hart im Eco-Modus über noch härter im Sportmodus auf absolut am härtesten im N-Modus schaltet. Dass kein Komfortmodus vorhanden ist, das ist wohl kein Zufall. Auf Landstraßen hüpft dadurch das Auto unnachgiebig über jegliche Unebenheiten, was oft das Gefühl der totalen Sportlichkeit vermittelt. Andererseits bedeutet das aber, dass auch der Bodenkontakt gern einmal verloren geht, beim zügigen Einlenken und Anbremsen vor Kurven sehr unangenehm. In die Anpassung des Fahrzeugs an den Sportcharakter haben die Entwickler vom Hyundai N offensichtlich sehr viel Zeit investiert. So steht der Kona N auf 10 mm breiterem Fuß als das Serienmodell. Das Chassis wurde punktuell verstärkt, das Fahrwerk versteift, im Zusammenspiel mit dem elektrisch geregelten Sperrdifferential lenkt das Kompakt-SUV so erstaunlich präzise und direkt in die Kurven ein, dass man denkt, man wäre auf Schienen. Für den Sprint zwischendurch, da sorgt der Grinseknopf am Lenkrad für ein zusätzliches Plus an Leistung und ein direktes Ansprechen des Getriebes während 20 Sekunden. Die 392 Newtonmeter liegen bereits ab 2100 Umdrehungen pro Minute an. Das sorgt für ein lineares und kräftiges Hochdrehen. Beim Herunterschalten, da sorgen die Drehzahlanpassung und ein Böllern aus den 2 Endrohren für ein Sportfeeling. Im Innenraum bietet dir der Hyundai Kona N alle Funktionen, die du dir von einem High-Performance-Fahrzeug erhoffst und viele Annehmlichkeiten für den entspannten Fahrgenuss. Farblich ist das Interieur ganz in edlem Schwarz gehalten, bedienen uns Zierelemente in Rot und Performance Blue, setzen reizvolle Akzente. Der Kona N ist das erste Hyundai-Modell, das mit einem Performance-Head-Up-Display ausgestattet ist. Sobald er im Sport- oder N-Modus eingeschaltet wird, liefert es Informationen wie Motordrehzahl, Geschwindigkeit und eine Schaltempfehlung. Leider ist dieses schlecht zu filmen. Die Sportsitze des Kona N sind hier elektrisch verstellbar und im Vollpaket mit einer Sitzbelüftung ausrüstbar. Bereits ab Werk an Bord ist eine Sitzheizung vorn, auf den äußeren Sitzen und in der hinteren Sitzreihe ist sie optional. Die Instrumententafel des Hyundai Kona N ist ein echtes High-Performance-Werkzeug, das dir Schaltinformationen liefert und dich über die wichtigen Fahrdaten wie Drehmoment, Motor und Öltemperatur auf dem Laufenden hält.
Mit dem Performance-Data-System inklusive Beschleunigungsmessung und den Rundenzeiten-Timer optimierst du deine Fahrleistung direkt auf der Rennstrecke. Der 10,25 Zoll Touchscreen ist darüber hinaus eine Steuerzentrale für Infotainment, Navigation und Smartphone-Apps, die sich via Apple CarPlay oder Android Auto darauf spiegeln lassen. Und hier nochmal alle Fakten kompakt. Motor und Getriebe, er besteht aus einem Vierzylinder-Benziner-Turbo mit 8-Gang-Doppelkupplung und einem Frontantrieb. Hat eine Leistung von 280 PS, 392 Newtonmetern bei 2100 Umdrehungen, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h und von 0 auf 100 geht er in 5,5 Sekunden. Seine Länge beträgt 4,22 Meter, seine Breite 1,80 Meter und die Höhe 1,55 Meter. Das Ladevolumen ist von 374 auf 1156 Liter erweiterbar. Preislich liegst du bei 37.750 €, in der Vollausstattung sind es ca. 41.000. Wenn du hier im Kona Platz nimmst und fährst und das Ganze dann im normalen Modus, also noch gar nicht mit irgendwelchen zugeschalteten Extras, dann kommst du dir erstmal richtig super vor, weil du guckst hier direkt über die Fahrzeuge weg aufgrund der etwas höheren Fahrzeughöhe und es gefällt dir, es macht Spaß, du kannst das Lenkrad ideal bedienen, du hast so ein bisschen dein sportliches Design aufgrund von diesem wunderbar schön gemachten Lenkrad mit deinen Tasten, entweder die N-Taste oder die normale Taste oder den Power Booster, kommen wir nachher noch zur NGS-Taste dazu oder, also du hast erstmal ein richtig schönes, herzliches, vernünftiges, schönes, sauberes, aufgeräumtes Cockpit, ist schon mal wichtig. So, dann geht es natürlich noch in die nächste Runde und zwar, was ist hier in Bedienungsmöglichkeiten alles vorhanden? Und das ist ganz normal wie beim normalen Kona. Allerdings hast du natürlich noch einige kleine Features mehr und die kann ich euch natürlich ebenfalls noch ein bisschen später erzählen. Ansonsten die Sitze beheizt, belüftet, ein super Paket hier sozusagen in diesem ganzen Rundumpaket, was der Hyundai hier im Kona N bietet. Alles elektrisch von den Spiegeln bis zur zusätzlichen Sitzeinstellung. Das musst du dann nochmal extra bezahlen, die elektrische Sitzeinstellung. Aber wenn du dir einen Kona N kauft, dann kannst du ruhig mal ein paar Euro noch mit drauflegen und das Komplettpaket kaufen, weil nur dann macht er richtig Spaß. So, ansonsten sehen wir ja direkt von der Innenraumgestaltung ist nicht allzu viel anders als beim normalen Kona, außer dass alles so ein bisschen auf Rally ist, die Ledersitze Alcantara und das Ganze dann so ein bisschen im sportlichen Design. Der Schalthebel ebenfalls auf N gemacht, auch so ein bisschen mit Leder und das Automatikgetriebe ist serienmäßig. Es gibt den nicht mit Schaltung, das ist ganz wichtig. Beim i30N hast du das ja als Möglichkeit, dass du hier auch nochmal eine Schaltung nehmen kannst. Gibt es beim Kona N nicht, also wie gesagt nur über das Automatikgetriebe. Ansonsten Ablagen sind vorhanden, alles was ein Autofahrer sonst noch so braucht, wenn er auch nicht schnell fahren möchte, wenn er im Familienmodus, so nenne ich den normalen Modus, mal direkt tätig ist, geht das natürlich auch, aber es ist natürlich die Möglichkeit in diesem Auto, dass wenn du jetzt vom normalen Familienmodus hier direkt mal umschalten möchtest auf den Ich-bin-böse-Modus, dann geht das natürlich nur mit einer Taste und einem Tastendruck, das ist dann die N-Taste und danach scheint im Display auch der Böse-Modus. Das heißt, es kann schneller gefahren werden und es wird natürlich auch alles ausgereizt, was dir sozusagen der Motor dafür zur Verfügung stellt, wenn du diese Taste drückst. Du hast viele Möglichkeiten über das Display, dir verschiedene Einstellungen zu machen, sogar bis zur Auspuff-Klangfarbe. Das ist eine ganz coole Geschichte. Also du hast alles in der Einstellung, was du sozusagen als kleiner Rennfahrer nochmal extra zusätzlich einstellen möchtest. Und es ist natürlich auch gefährlich in Bezug auf deinen Führerschein, dieses Fahrzeug. Also du musst dich natürlich in diesem Modus schon ganz schön beherrschen, um nicht immer nur anzuhutten und fahren und so weiter und so fort. Macht natürlich einen riesengroßen Spaß. Ist auch dann sozusagen ein Garant für deinen Tank. Also dann hast du natürlich auch die besten Verbindungen zur Tankstelle, weil den Tankwart siehst du dann sehr oft. Wenn du normal fährst, ich habe jetzt normale Fahrten um die 10 Liter, kann man jetzt ohne einkalkulieren, also mit den 8,5 Litern ist es nicht so jetzt, also 8, ich weiß nicht, wie man hier auf 8,5 Liter normalen Verbrauch kommt, wahrscheinlich, wenn man nur Landstraße fährt und das Ganze dann nur mit 85 km/h oder irgendwas anderes im normalen Sparmodus, aber ich komme jetzt so zwischen 9,5 und 10 Litern bin ich jetzt Stadt- und Landstraße gemischt und klar, Autobahn, wenn du dann richtig reintrittst und wenn du dann wirklich mal alles vom Motor verlangst, inklusive der NGS
Taste, die du dann mal öfter drücken kannst, hintereinander weg. Ja, dann bist du natürlich auch bei 15 Liter. Das geht relativ schnell im Durchschnittsverbrauch. Und das muss man aber auch einkalkulieren. Ich meine, man kauft sich nicht so ein Auto, um spritsparend zu fahren. Glaube ich, sind die wenigsten. Ich meine, im normalen Entspannungsmodus kann man das auch mal ganz gut mit Ego. Ist hier alles eingestellt, selbst die Taste, wo der Motor immer wieder an der Ampel ausgeht, die ist ebenfalls hier vorhanden. Da ist er hin. Warte. So, ja. Und klar, man soll es, klar, Sprit sparen, wir sind alle umweltbewusst, kein Problem. Aber wenn man sich dieses Auto kauft, ja, dann will man auch mal reintreten, auf Deutsch gesagt. Und kann man auch mal, weil man kann ja zu dem stehen, was einem Spaß macht. So, ansonsten hast du natürlich hier in dem Auto sämtliche Möglichkeiten, schnell zu fahren. Und ich habe es ja schon gesagt, mit der NGS-Taste und der N-Taste kannst du noch einige Einstellungen tätigen. Solltest du aber dann hier mit dem Auto wirklich relativ schnell fahren und antreten, solltest du dieses Auto auch beherrschen. Weil dieses Fahrzeug ist echt Power pur. Das heißt, du haust hier sozusagen eine Kraft auf die Vorderachse, Frontantrieb ist klar, du haust hier eine Kraft auf die Vorderachse, wo sich manchmal die Vorderachse auch nicht beherrschen kann. Das heißt, es ruckelt, es rappelt, es ruppelt und du merkst wirklich eine massive Kraft, die dich antreibt und du musst das Lenkrad mit beiden Händen festhalten. Das ist ganz, ganz wichtig und solltest auch nicht jetzt hier nebenbei mal und so weiter und so fort. Dieses Auto ist wirklich konzentrationsbedürftig und du musst natürlich auch mit deinen Armen und mit deinen Händen das Lenkrad komplett festhalten. Eine ganz wichtige Geschichte. Ansonsten, wenn du das Auto beherrschst, direkt auf der Autobahn, Schnellstraße, Überholmanöver oder im Anzug von 0 auf 100 und. Es macht so einen Spaß. Also du kannst wirklich mit diesem Fahrzeug ideal vor dich hinfahren und gleichzeitig natürlich auch noch ein bisschen böse sein. Das ist ganz gut so. Und dafür ist es ja auch da. Dafür ist es gebaut worden, dieses Fahrzeug. Dafür ist es gemacht worden. Und ich finde es natürlich schön, dass Hyundai wirklich diese beiden Wege hier einkalkuliert hat. Das heißt, du kannst das Auto ganz normal morgens zur Arbeit fahren im ganz entspannten Eco-Modus, aber du kannst natürlich auch mal richtig böse sein und kannst hier umschalten und kannst auch mal so ein bisschen ins Gas treten und im Sitz kleben bleiben bei dem Anzug, der hier sozusagen herrscht. Alles möglich. Sehr schöne Geschichte und wie gesagt, zwischen 9,5 und 10 Litern bist du bei Normalfahrten und wenn du jetzt reintrittst, denk dran, 15 Liter Minimum. Auch vom Platz her passt hier ganz bequem eine Familie rein. Die Mutti, der Papi und natürlich auch das Kind inklusive Gepäck. So klein ist er nicht hier, der Kona, obwohl er von außen sehr kompakt aussieht. Also ich habe den vorher auch immer in Videos gesehen und dachte eigentlich so vom Blick, der ist größer, aber der ist relativ entspannt und kompakt. Aber wenn du im Innenraum sitzt, hast du hier wirklich vorne Platz. Ich so knapp 1,90 Meter, kann die Beine lang machen, habe hier sozusagen eine Fläche. Hier oben stimmt auch alles in Bezug auf die Kopfhöhe. Das gleiche auf dem Beifahrersitz. Hinten muss man sich dann ein bisschen einschränken. Also da passt jetzt nicht noch ein zusätzlicher 2-Meter Mann mit rein. Es sei denn, der Beifahrer rutscht etwas nach vorne. Aber vom Platzangebot ist das völlig ausreichend. Und du kannst hier wirklich ganz entspannt mit einer Familie auch hin und her fahren. Kein Problem. Kommen wir zum Fazit und natürlich auch mal zur Beantwortung der Frage, für wen ist dieses Fahrzeug hier eigentlich gedacht? Und ich würde sagen, für alle diejenigen, die ein kleines, kompaktes SUV fahren möchten, was brachiale Gewalt auf die Straße bringt. Gleichzeitig natürlich auch für diejenigen, die auch mal die Kinder zur Schule fahren und mit der Familie unterwegs sind und hier im ganz normalen Modus wirklich fahren können. Und dann, wenn alle draußen sind und man mal Zeit für sich hat, dann natürlich auch mal richtig auf die N-Taste drücken, den brachialen bösen Modus hier einschalten und dann auch einfach mal ein bisschen antreten, ein bisschen, ach, einfach mal Spaß, sportliches Fahren und Feeling nutzen können. Und gleichzeitig natürlich auch für alle, die älter werden, die sozusagen ihre schnellen Fahrzeuge, was sozusagen jetzt die Golfklasse betrifft, auch der i30N, einfach mal abgeben und sagen, okay, ich will nicht mehr so tief einsteigen. Ich kann hier auch mal eine normale Sitzhöhe haben und ich kann hier ebenfalls meinen sportlichen Fahrmodus haben. Ich denke mal, das ist auch eine unwahrscheinlich gute Geschichte. Hier sozusagen in Einstiegshöhe, keine Rückenprobleme. Wobei ich sowieso sagen muss, die Sitze sind perfekt vom i30N. Die waren schon super, aber die hier direkt vom Kona N, die sind nochmal richtig super hoch 2. Ich fahre dieses Auto seit 3 Tagen und habe wirklich hier ein Sitzfeeling, kann ich endlich sagen. Und teilweise, wenn man so Rückenprobleme hat und andere Geschichten, merkst du
Sesselhöhe überhaupt nicht. Du sitzt wie Gott in Frankreich. Also da nochmal ein großes Lob an die Entwickler. Die Sitze sind wirklich richtig perfekt. Ja, ansonsten vom Fazit kann ich sagen, dieses Auto macht Spaß. Dieses Auto will auch mal komplett getreten werden. Dieses Auto kann auch mal komplett getreten werden und macht natürlich dann richtig Spaß. Aber nur eine gewisse Zeit, da will man auch wieder ein bisschen ruhiger fahren. Man kann nicht ständig in diesem sportlichen Modus fahren. Da kriegst du dann langsam Kopfschmerzen. Aber wenn man mal fahren möchte, und das ist das Wichtigste, dann kann man das hier in diesem Fahrzeug tun. Und damit vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch etwas gefallen. Wenn ja, einfach ein Like da lassen bzw. ein Abonnement. Ich würde mich freuen. Und ansonsten gern bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye und winke, winke.